Silvasi. Ich bin jetzt schon ganz, ganz häufig gefragt worden, ob ich mal ein Video machen könnte, wie man die Pivot Balls, also die vordere Lenkung, wie sie üblich ist bei den meisten 1 zu 8ern, einstellen kann. Ja, das kann ich. Und jetzt machen wir das auch. Ist eigentlich ganz simpel, wenn man weiß, wo man drehen muss, da man die Schrauben aber nicht unbedingt sofort sehen kann, ist das natürlich ein bisschen doof. Wir gucken uns das an. Jetzt. So. Den Carson Virus Race, den ihr hier seht, den nehmen wir jetzt einfach nur mal als ein Beispiel. Grundsätzlich funktioniert das bei allen ähnlich. Es gibt ein paar kleine Abweichungen, werde ich euch gleich erklären. Zuerst macht ihr natürlich die Radmutter hier ab. Das ist meistens 17 mm. Gibt ein paar, die sind da anders. Ich empfehle immer, legt einfach den Reifen drunter, dann habt ihr das Ding hier frei liegen. Jetzt gibt es mehrere Probleme, die man lösen kann. Ja, die man auch lösen muss. Das hier ist so ein häufiges. Dass diese diese Halterungen hier sich gelöst haben. Ich habe das natürlich jetzt so provoziert und habe das losgedreht. Das war original natürlich super. So, wie lösen wir das? Das ist ganz einfach. Diese Schraube hier, diese silberne, die ihr seht, wo ich den Imbus gerade reindrehe, die hat auch tatsächlich eine Imbusfassung. Und die dreht ihr jetzt einfach ein bisschen fest. Das ist natürlich noch viel zu wenig. Wir haben noch viel zu viel Spiel. Immer noch zu viel Spiel. Ach, guck mal, das sieht schon fast gut aus. Jetzt nicht lachen, ich mache das hier mit einer Hand. Ja? So, das sieht gut aus, weil es kann sich immer noch frei drehen, aber es hat nicht mehr viel Spiel. Feinanstellung mache ich jetzt auch mal. Ihr müsst immer darauf achten, dass sich die Lenkung auch immer noch bewegen kann. Also das hier ist jetzt nahezu perfekt. Ne? Unten natürlich immer noch Kacke. Unten drehen wir jetzt mal nach. Die Größe von diesem Inbus, die kann natürlich abweichen. Traxxas zum Beispiel nimmt da glaube ich nur einen 2 mm. Schlagt mich, weiß ich gerade nicht. So, guck mal, das läuft schon sehr, sehr gut. Unten noch so ein Müh mehr. So. Das ist sehr, sehr gut so. Wir haben also kaum noch Spiel da drin. Das ist jetzt auch ein funkelnigelnagelneues Auto. Das können wir jetzt so lassen. Dann haben wir ein weiteres Problem. Dafür setze ich die Kamera mal ein bisschen rum. Sehen wir hier, wie die Windeschraube da rausguckt. Das ist unten genau das gleiche. Ich habe es jetzt aber nur oben gelöst. Hier drin sitzt eine Inbusschraube, ein Inbuskopf. Ich habe jetzt hier eine 3 mm. Das große Ding war übrigens eben ein 5 mm. Das weicht aber sehr, sehr stark ab. In dem Pivot Ball selber ist in der Regel auch sowas drin. Ich bin da jetzt schon drin. Das ist hier bei Carson ein 3 mm. Und so könnt ihr den da reinschrauben. Und Achtung, das geht jetzt an die Becher. Bei den Bechern ist das Spiel vorgegeben. Da kommt raus. Ein bisschen wackeln, dann kommt er wieder raus. In der Regel ist das hier oben ansetzen bis zum Anschlag. Es gibt bei Arma zum Beispiel Autos, da kommt hier 1 mm Scheibe zwischen. Es gibt auch andere, die packen 2 mm drunter oder 0,5 und so weiter. Das findet ihr in eurer Anleitung. Stellt das auch bitte so ein. Bei Carson ist das jetzt so, dass man es einfach auf Anschlag dreht. Die haben es richtig konstruiert und dann kann man das sehr, sehr gut so einstellen. Und das war's. Jetzt funktioniert eure Lenkung wieder perfekt. Die Grundkonstruktion kann man so ein bisschen erkennen, wenn man hier mal reinguckt. Ich drehe das Auto für euch mal ein bisschen. Übrigens schöne Dämpfersocken mit meinem Namen, mit meinem Logo drauf. Hier sind solche Bälle drin. Die werden halt von der Mutter, ich schiebe euch mal wieder auf die andere Seite, werden die gehalten. Das läuft wunderbar. Das ist im Wäschersegment so ja, die üblichste Einstellungsmethode. Es gibt noch das SIHA-Prinzip. Ich habe jetzt gerade leider kein Auto hier, das das hat. Da hat man halt einen Lenkhebel
ohne diese Bälle und so weiter funktioniert auch, ist allerdings bei den Wäschern nicht so beliebt. Warum auch immer. Bei den Tourenwagen ist es genau andersrum. Da ist die C-Hub-Variante sehr viel beliebter, mit Ausnahme von Mugen. Ja, da macht jeder so ein bisschen, was er möchte. Und so stellt ihr das ganze Ding ein. Eigentlich gar nicht so schwer. Dann gebe ich euch noch einen weiteren Tipp. Wenn ihr den hier mal lösen wollt, dann nehmt ihr einen 2 mm, einen 1,5 mm Innenbus, steckt den hier rein und irgendwann wird das Klack sagen und ihr seid da drin. Dann müsst ihr clever sein, und zwar cleverer als ich. Entweder setzt ihr das Rad da wieder drauf, dann könnt ihr den nämlich schön festhalten, ohne den zu zerkratzen. Oder ihr setzt halt den, ich habe hier ein bisschen Papier drin, damit die Radmutter nicht immer so weit reingeht. Haltet den fest und dann könnt ihr bei den meisten hier so durchschrauben. Das kommt sehr, sehr cool. Das nur mal so als Tipp. Wenn ihr diese Schraube dann raus habt, das ist normalerweise eine 2 mm oder eine 1,5er, je nachdem, könnt ihr diesen Stift hier rausdrücken und den Radmitnehmer abnehmen. Das kann manchmal sehr schwer gehen, je nachdem, wie viel der kleine Taiwanese da an Loctite dran gemacht hat. Aber so grundsätzlich funktioniert so. So, ganz kurzes, ganz einfaches Tipps und Tricks Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal bei das Silver RC. Ciao, ciao.